Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich das lang ersehnte Auswaschtagebuch zu meinen Regenbogenhaaren. Ich hatte mir ja vor ein paar Monaten meine Haare mit allen 36 Directions-Tönen getönt und dementsprechend ist es natürlich sehr interessant für mich gewesen zu schauen, hey, wie waschen sich jetzt eigentlich diese Farben aus, denn man hat sie halt dann alle nebeneinander auf einem Kopf. Und kann dann halt super schauen, okay, welche Töne halten sich lange, welche halten sich nicht so lange und vor allem, ja, wie waschen sie sich aus? Also verändern sie den Farbton auch? Wenn euch das auch interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall unbedingt dranbleiben. Also nochmal zur Erinnerung, so sah meine Haarfarbe frisch getönt aus. Das sind eben alle 36 Directions und ich habe sie komplett unverdünnt verwendet. Und ja, wie man sieht, knallt es dann schon ganz ordentlich, wenn man die unverdünnt verwendet. Ja, nach der ersten Haarwäsche sah das Ganze dann so aus. Es hat sich jetzt gar nicht so viel verändert, was mich eigentlich überrascht hat, weil normalerweise, meiner Erfahrung nach, wäscht sich bei der ersten Haarwäsche dann immer schon eine ganze Menge raus. Wäre jetzt gar nicht so der Fall. Dann bei der nächsten Haarwäsche sieht man, dass sich auch nicht so super viel verändert hat. Allerdings, was ich ganz interessant fand, war, dass sich die Farben ein bisschen unterschiedlich schnell rausgewaschen haben und überraschenderweise hat man das Gefühl, dass sich das Blau so ein bisschen schneller ausgewaschen hat und das Orange auch ein bisschen schneller als alles andere. Ja, bei der nächsten Haarwäsche deckt sich das Ganze eigentlich so ein bisschen damit. Also auch hier ist das Blau schon wieder ein bisschen blasser geworden und ja, also viel hat sich aber auch nicht wirklich verändert. Hier habe ich mal ein Bild vom Hinterkopf für euch gemacht, damit ihr die ganzen Blautöne auch ein bisschen besser sehen könnt. Was man hier auch sieht, ist diese tiefblaue Strähne. Das ist eigentlich das Ebony. Also wie man sieht, das geht wirklich super schnell, dass das nicht mehr schwarz aussieht, sondern einfach blau, was ich immer ein bisschen schade finde. Daneben ist das Silver und der White Toner und da sieht man auch ganz gut, dass das wirklich hochwertige Produkte sind von Directions. Ja, weil sie sich wirklich gar nicht so schnell rauswaschen, also sie sind immer noch wirklich schön silbrig, diese Strähnen. Dann bei der nächsten Haarwäsche hat sich, finde ich, ein bisschen mehr getan. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen gleichmäßiger ausgewaschen aus, finde ich. Also die Farben sehen alle ungefähr gleich aus von der Intensität. Hier nochmal der Hinterkopf, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Ja, sieht man auch wieder, dass das Ebony wirklich einfach nur noch blau ist. Hier auch nochmal im Close-up. Dann bei der nächsten Haarwäsche hat sich auch wieder ein bisschen was getan, aber auch relativ gleichmäßig. Also es sind bis jetzt noch keine komischen Farbstiche entstanden, wenn man jetzt vom Ebony natürlich mal absieht. Wäscht sich wirklich alles so ohne Farbstich raus eigentlich. Hier nochmal der Hinterkopf, also auch keine großen Veränderungen. Was man ganz gut sehen kann, ist, dass sich die Lila-Töne sehr, sehr schnell rauswaschen irgendwie. Also da ist jetzt schon gar nicht mehr wirklich viel von über. Sieht man auch beim Foto dann von der nächsten Haarwäsche. Also das Lila ist wirklich nur noch so ein kleiner Streifen, der aber auch schon sehr ins Gräuliche geht eigentlich. Auch hier nochmal im Hinterkopf, also das Pink knallt noch wie Sau. Es ist das Rose Red, das ist wirklich ein extrem stark pigmentierter Pinkton, muss man sagen. Ja, bei der nächsten Wäsche hat sich dann auch nicht besonders viel getan. Hier sieht man nochmal ganz gut, da haben wir so ein bisschen das Lila noch ein bisschen weiter aufgefächert. Also der etwas dunklere Lila-Ton, den man da sieht, das ist das Plum. Und alle anderen Lila-Töne von Directions sind eigentlich quasi schon ins Graue umgeschlagen. Sieht man auch hier auf der Rückseite, das Plum ist da so eine ganz dünne kleine Strähne, die dann noch so ein bisschen lila ausschaut und der Rest ist eigentlich ziemlich grau. Ja, auch hier nochmal bei der nächsten Haarwäsche hat sich auch nicht besonders viel getan. Sieht alles noch relativ gleichmäßig aus, nur das Pink knallt immer noch total so dadurch irgendwie. Auch hier nochmal vom Hinterkopf sieht man es ganz gut. Dann bei der nächsten Haarwäsche auch jetzt keine riesengroße Veränderung.
Jetzt kristallisiert sich allerdings langsam so ein bisschen raus, was ich immer sage, dass die wärmeren Töne sich etwas schneller rauswaschen, tendenziell als die blauen Töne, vor allen Dingen so orange und gelb und rot vor allen Dingen. Also pink ist jetzt eine Ausnahme, aber die rot, orange, gelb Töne waschen sich super schnell raus. Sind jetzt schon ein bisschen blasser auf jeden Fall als die Blautöne. Ja, hier nochmal der Hinterkopf. Dann bei der nächsten Haarwäsche zeigt sich das auch noch mal ganz gut. Jetzt ist auch wieder bei den Rot-Orange-Gelb-Tönen eine etwas größere Veränderung. Das Blau hat sich aber nicht wirklich wesentlich verändert. Farbstiche sind bis jetzt aber noch keine wirklich zu erkennen. Hier auch noch mal der Hinterkopf. Was man hier jetzt ganz gut sieht, ist, dass das Ebony jetzt langsam so ein bisschen aufholt mit den anderen Blautönen und dass es alles eigentlich relativ gleich intensiv ausschaut ungefähr. Das hat mich echt fasziniert, weil ich immer gedacht habe, dass Ebony wäre ganz schrecklich zum Rauswaschen und auch noch viel schlimmer als die anderen Blautöne. Aber ja, es hat wirklich schon aufgeholt und ist jetzt eigentlich von der Helligkeit her ziemlich gleich. Ja, bei der nächsten Haarwäsche habe ich dann angefangen mit Reinigungsshampoo zu waschen und ich finde, man sieht ja wirklich super, wie effektiv dieses Mitch Heavy Hitter Shampoo ist. Habe ich jetzt letztens noch ein Review zu gemacht, bin ich wirklich total begeistert von. Also es hat wirklich super viel Farbe gezogen, ist alles schon deutlich blasser geworden insgesamt. Also ich finde, der Schritt ist diesmal einfach ein bisschen größer als bei den anderen Haarwäschen. Hier auch nochmal vom Hinterkopf. Dann bei der nächsten Haarwäsche ist auch super viel rausgegangen, also mega krass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Rauswaschen ja normalerweise eigentlich immer langsamer geht. Zumindest ist das so meine Erfahrung, dass am Anfang super viel Farbe rausfällt und am Ende wird es dann immer weniger. Aber jetzt kehrt sich der Prozess quasi schon fast um und ja, ich finde, dass es dadurch wirklich deutlich schneller gegangen ist durch das Shampoo. Ja, auch hier gehen jetzt langsam die Blautöne ein bisschen besser raus, also gleichen sie jetzt fast schon so ein bisschen an die Orangetöne an. Beim nächsten Foto sieht uns dann auch nochmal gut, bei der nächsten Haarwäsche ist auch nochmal super viel Farbe rausgegangen, also wirklich mega. Bei der nächsten Haarwäsche auch nochmal ordentlich rausgegangen, aber dieses Pink ist und bleibt einfach super, super hartnäckig. Es ist echt krass. Also es schaut irgendwie jetzt mittlerweile schon fast so aus, als ob ich mir irgendwie so eine komplett frische Strähne da reingesetzt hätte in meine ansonsten fast ausgeblichenen Haare eigentlich. Hier habe ich nochmal ein Foto vom Hinterkopf. Jetzt sieht man auch ganz gut, dass die Blautöne von dem Heavy Hitter auch wirklich super gut anfangen zu verblassen. Und auch da sieht man wieder gut, dass das Ebony wirklich nicht sonderlich intensiv eigentlich ist jetzt beim Rauswaschen. Bei der nächsten Haarwäsche auch wieder super viel rausgegangen. Von dem Lila ist eigentlich nichts mehr da. Das ist wirklich gräulich. Das Gelb ist auch schon fast komplett raus. Also insgesamt schauen die Haare schon ja, sehr, sehr verblasst aus. Hier auch nochmal vom Hinterkopf. Da ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied zum vorherigen Foto. Also wirklich sehr, sehr blass das Ganze. Und dann noch eine Haarwäsche später sieht das Ganze deutlich gräulich-weißlich aus. Es sind noch leichte Farbstiche zu erkennen. Die pinke Haarsträhne knallt da immer noch ordentlich durch. Aber ansonsten sind die Farben wirklich schon super rausgegangen. Hier noch einmal vom Hinterkopf. Gut, da hat sich jetzt nicht so viel verändert im Gegensatz zum vorherigen Foto. Man sieht auch einfach, naja, die Blautöne sind auch ziemlich hartnäckig leider, kriegt man wirklich die Reste dann doch schwer raus. Und jetzt die letzte Haarwäsche. Ja, also da sind die Farben wirklich fast draußen, vor allen Dingen die wärmeren Töne. Interessant finde ich auch, dass die Rottöne quasi die Orangetöne überholt haben, was irgendwie witzig ist eigentlich. Also von den Rottönen ist auch eigentlich gar nichts mehr übrig. Da ist nur noch so eine kleine orange Strähne, dann von dem Gelben auch eigentlich nicht mehr wirklich was da. Und ja, das Blau hält sich wie immer hartnäckig und die pinke Strähne. Und natürlich, das Lila war ja vorher schon nicht mehr wirklich da. Und hier habe ich nochmal einmal ein wunderschönes Abschlussfoto von dieser heftigen pinken Strähne. Wie gesagt, ich finde es total krass. Also die schaut wirklich so aus, als ob ich mich plötzlich entschieden hätte, random einfach so eine frische pinke Strähne da reinzusetzen. Also diesen Ton
Wenn ihr lange pinke Haare haben wollt, nehmt Rose Red von Directions. Das geht quasi fast nicht mehr raus, zumindest nicht mit dem normalen Haarewaschen. Ich habe danach dann nämlich blondiert und dann ist es schwupps weg gewesen. Das war auch ganz geil irgendwie, wenn du irgendwie 5 Monate oder so deine Haare die ganze Zeit wäscht und wäscht und wäscht und es geht nicht raus und dann einmal mit der Blondierung alles rausgeht. Ja, und jetzt habe ich meine Haare ja wieder neu getönt. Ich habe ja wieder braun drüber gemacht und das ging auch ganz gut auf jeden Fall. Dafür war es auf jeden Fall hell genug. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich fand es wirklich hochinteressant, weil man wirklich sehen konnte, wie die Farben sich im Vergleich so verhalten. Wie man sieht, ist das mit den Farbstichen echt gar kein Thema eigentlich, solange man seine Haare wirklich schön blondiert hat. Ja, wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen freuen und schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe euch beim Auswaschen am meisten schockiert hat. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!